Tja, weiter kommt man wohl nicht. Das ist doch was. Ich kann hier unten tatsächlich atmen. Ah, jetzt weiß ich, was Kelly meint, er kann unter Wasser reden. Irgendwann müssen wir hier wohl dann wieder so rauf. Das scheint dicht zu sein. So tief bin ich noch nie zuvor getaucht. Was Schnorchelding im Mund, ja, da guckst du mal, da können wir alle noch was von lernen, ne? Da hinten haben wir was. Oh, ich kann mir doch Wege nie merken. Genau hier fing es an, vor über 30 Jahren, als dieses Casino noch das Tempo genannt wurde. Eine große Wette wendete mein Schicksal. Aber jetzt hat das Schicksal seine grausamste Seite gezeigt. Allen. Ich muss die Lichter ausschalten. Ein letztes Mal. Und die Wasser meiner Wahlheimat werden versiegen. Tja, ein Traum muss sterben. Wenigstens kann ich mich noch verabschieden. Stanley Chen. Was hat er hier gemacht? Das war ich jetzt. Da haben wir Loot, da haben wir noch was. Stanley Chen. Ein Blick zurück. Textdatenpunkte Quests. Pressemeldung Datenbeschädigung partiell. Las Vegas, 4. Mai 2060. Diese Woche ist es 20 Jahre her, dass Stanley Chen eines der ehrgeizigsten Bauprojekte der amerikanischen Geschichte anpackte, trotz der ablehnenden Haltung vieler Amerikaner. Als er seinen Spaten in den ausgedörrten Boden stieß, scherzte der CEO darüber, wie Resentiment gegen den politischen Einfluss Chinas Vegas in eine kochende Brutstätte nationalistischer Stimmungen verwandelt hatten, sein immenser Reichtum diese aber abkühlten und sich die Amerikaner schließlich für seine Idee eines neuen Las Vegas erwärmten. Wer hätte damals gedacht, dass er zu einer der beliebtesten Persönlichkeiten der Rückforderungsära werden würde? Aber Stanley Chen war schon immer jemand, der allen Wahrscheinlichkeiten trotzte. Wortwörtlich. Im Jahr 2035, während eines Treffens mit potenziellen Investoren im alten Tempo Hotel, musste Chen entsetzt mit ansehen, wie sein Wasserfiltrierungs-Startup vor seinen Augen unterging. Er hatte zu spät bemerkt, dass sein ehemals zuverlässiger Anwalt entscheidende Patentinformationen an die Konkurrenz verkauft hatte. Die nachfolgende Kettenreaktion von geplatzten Geschäften brachte ihm schwere Verluste ein. Und letztendlich blieben ihm nur noch $88.000 auf seinem Konto. Am Boden zerstört beschloss Chen, seine Zukunft dem Schicksal zu überlassen. Er ging ins Casino und setzte die ganzen $88.000 beim Roulette auf die 8. Sie kam. Der Gewinn dieser 37:1 Wette betrug beinahe 3,2 Millionen. Genug, um seine Träume von einem erfolgreichen Unternehmen wieder aufleben zu lassen. Er machte sich wieder an die Arbeit, voller Dankbarkeit für seine zweite Chance. 5 Jahre später war nicht Chen in Not, sondern Vegas selbst. Die Heißzonenkrise hatte den Tourismus zum Erliegen gebracht. Immer weiter steigende Temperaturen hatten das Land völlig ausgedörrt. Wasser, das überall dringend gebraucht wurde, war für den Import zu teuer geworden. Die Stadt aufzugeben schien die einzige Option zu sein. Die Stadt der Lichter würde für immer dunkel werden. Aber Stanley Chen konnte das nicht zulassen. In 5 unglaublich erfolgreichen Jahren hatte er aus den $3,2 Millionen
200 Milliarden gemacht. Durch den Verkauf von Wasserfiltrierungstechnologie, die Daten beschädigt. So. Wenn wir darüber müssen, dann schauen wir uns erstmal hier hinten um. Oh, echt duster hier. Ich habe gehört, Kelly hatte hier unten viel Spaß. Scheinbar gibt es ja gar nicht so viele. Den hatten wir schon, ne? Genau. Noch mal reingucken. Ist das? Kannst du mal bitte drauf achten? Poseidons Werk. Entschuldigung. Kannst du mal ein bisschen drauf achten, Kelly Killer, ob es irgendwie ruckelt? Denk dran, auf jeden Fall die Nebenquest da zu machen, wenn du mit der Hauptquest dann durch bist. Naja, eins nach dem anderen. Was testest du denn? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich verliere unter Wasser total schnell die Orientierung. Also in echt nicht, aber... Und hier oben kann man rein, ne? Müssen wir wohl bei der Runde. Da haben wir nix. Da könnte es rausgehen. Poseidon ist irgendwo hier unten. Ich muss sein Versteck finden. Ich würde gerne noch ein bisschen Loot oder so finden oder Datenpunkte. Aber scheinbar kriege ich keine. Na, Shiny, was glaubst du? Wow. Maschine. Keine Chance, unter Wasser gegen sie anzukommen. Das muss richtig sein. Flutschschlitzer. Ach, Flutschschlitzer, nicht Flutsch. Eine große und mächtige Beschaffungsmaschine, die Sedimente nach Rohstoffen filtert. Egal, ob sie an Land oder im Wasser ist, sie nutzt Löschwasser für ihre vernichtenden Angriffe. Frost und Schock. Ah. Sollte auch mal wieder... Ne, Inventar will ich. Waffen. So. Schockhammer. Aber kein Frost. Schock habe ich zweimal.
3, der hat erst ein. Könnten wir doch jetzt mal den ausrüsten. Hätten wir mal auf jeden Fall Plasma dabei. Wo packt man den hin? In der Badewanne kann man auch schlecht die Orientierung verlieren. Hey, ich bin früher tatsächlich auch sehr weit getaucht. Der Ort ist riesig. Und alles ist unter einer Kuppel. Hey, die werde ich immer noch lassen. Wir sollen irgendwo darüber. Das ist irgendwie, ich meine, ich kann hier sowieso nicht fighten. Die Tür auf der anderen Seite. Die Koordinaten zu Poseidon führen dorthin. Ich glaube nicht, dass ich von der Maschine unbemerkt dorthin komme. Und sprach von einem roten Licht am Boden, als das Wasser kam. Eine Art Warnung. Von irgendeinem Alarmsystem? Runter! Hab jetzt mal geschaut, wenn ich zocke, dümpelt das Copy bei 0-2% rum. Ja, bei mir beim Stream schießt es halt auf 100 hoch. Da, rotes Licht. Naja, später. Wo waren da hinten? Da hinten. Lass mich da hin. Die Stimmung ist hier zu stark. Ich schaff's nicht zur Tür, ohne dass die Maschine mich entdeckt. Ich kann den wohl nicht. Dann doch erst dahinter. Warnung. Kritische Überflutung erkannt. Automatische Ablaufsteuerung offline. Um einen Notfallablassen auszuführen, müssen die Primär- und Sekundärpumpen manuell zurückgesetzt werden. Das Ablassen kann in der Pumpenwartungsstation ausgelöst werden. Wenn ich das ganze Wasser ablasse, kann ich diese große Maschine auf trockenem Boden bekämpfen. Anscheinend muss ich zuerst ein paar Pumpenknoten zurücksetzen. Der Karte nach sollte südlich von hier ein Zugriffspunkt für den ersten Knoten sein. So, irgendwo hier drüben. Ich muss in Deckung um sie herumschwimmen.
Ah, hoch. So. Junge, was haben die denn hier alles gebaut? So, haben wir hier irgendwas? Da ist der Zugriffspunkt. Sollte mich zum Pumpenknoten führen. Hier unten ein ganzes Netzwerk dieser Tunnel geben. Wasserleitungen für eine ganze Stadt. Ich würde mal sagen, da lang. War das gerade? Ach, das war mein Schatten, oder was? Ich komme von hier nicht an den Vorsprung. Vielleicht kann ich irgendwie rausklettern. Wo? Nein, hier nicht. Das gibt's doch nicht. Hier nicht. Da unten nur irgendwo lang. Guck mal. Ausgang gefunden. So, da haben wir Bolzen. Da unten haben wir die. Da haben wir Präzisionspfeile. Plasma und Abriss. Ja, wobei, wir bleiben mal bei denen da. Ah, hier haben wir auch. Was haben wir hier? Oh. Ist aber duster hier. Du das. So, ein Knoten weniger. Ich schwimme besser hoch und finde den Zugriffspunkt für den zweiten Knoten. Da geht's nirgendwo hin. Mal gucken. Ah, ist auch nur noch Kraut. Hab da mal auch nix.
Dann zurück. Baby Kelly. Der Karte nach sollte der Knoten auf der anderen Seite der Kuppel sein. Oh, guck mal. Der Geschmack eines besseren Lebens. Textdatenprotokolle, Datenpunkte, Quest, Textprotokoll, Datenbeschädigung partiell. Datenbeschädigt. Ich verstehe, dass ich nach Hause kommen soll. Und ich vermisse Jesse auch. Aber das hier muss ich persönlich erledigen. Unsere Konkurrenten können mit einem Anruf 100.000 Einheiten in Vitrofleisch verkaufen. Du weißt, der einzige Weg, einen Fuß in die Tür zu kriegen, ist über Beziehungen. Ich habe morgen noch 3 Termine und bei den ersten beiden habe ich ein gutes Gefühl. Wenn nur einer davon gut läuft, können wir die Farm noch ein paar Jahre halten. Dieser eine Koch, er redet dauernd davon, dass man den Unterschied zu echtem Fleisch schmecken kann. Er sagt, es sei wie Homöopathie. Die Textur und die Zusammensetzung können gleich sein, aber man schmeckt die Prägung des Lebens. Was auch immer er damit meint. Es scheint sich zu verkaufen und in seine Restaurants gehen viele Holostars. Also, nur noch ein paar Tage, okay? Es heißt, wer ein Risiko eingehen will, sollte nach Las Vegas kommen. Vielleicht holen wir morgen den Jackpot. Und nur vielleicht. Ich hätte gerne gewusst, wie es ausgeht. Rotes Licht in dem Turm, so wie bei der Konsole vorhin. Könnte die Wartungsstation sein. Aber wie komme ich rein? Gute Frage. Die Drohne üben. Guck lieber mal hier nach, wie mein Stream läuft. Oh, was haben wir da? Las Vegas, Zeitlinie, Textdatenpunkte, Quest. Datenbeschädigung minimal. Las Vegas, Zeitlinie für den Geschichtsunterricht von Miss Chavez. 15.000 vor Christus. Ich hoffe mal, du fliegst besser als gestern, by the way, Kelly. 15.000 vor Christus. Mammuts, Elefanten mit Fell, kommen nach Nevada, bevor es Nevada hieß, um zu fressen. 8.000 vor Christus. Amerikanische Ureinwohner kommen und ritzen Bilder in die Felsen. In Klammern ist was anderes als Felsen bemalen. 1829. Leute aus dem Land Spanien in Europa geben Las Vegas den Namen Las Vegas, was die Wiesen bedeutet. 1905. Die Stadt wird eine Stadt und die Eisenbahn kommt, damit Leute sich ausruhen und Wasser trinken können. 1931. Ein großer Damm. Der Hoover Damm heißt, wird in der Nähe von Las Vegas gebaut. Hey, ich schaff's inzwischen zumindest so halbwegs in die Richtung zu fliegen, in die ich fliegen will. Ja. Ich musste nur noch dieses in Wände krachen und so abschalten. So. 1946. Benjamin Bugsy Siegel eröffnet ein Hotel. 1951. In der Wüste werden große Bomben gezündet. Viele Leute sehen sich die Pilzwolken an und unsere Stadt wird Atomstadt genannt. Viele Hotels werden gebaut. 1956. Elvis Presley tritt in Las Vegas auf. 2007. Ein großes Hotel, das Stardust heißt, wird gesprengt.
2030. Es wird sehr heiß und die Tiere sterben und die Leute finden es zu heiß und gehen weg. »2035. Stanley Chen hat großes Glück und gewinnt beim Roulette 3,2 Millionen Dollar, weil er die Zahlen richtig rät.« »2037. Leute aus Nevada und Arizona, Kalifornien kämpfen gegen Roboter, als die Regierung alle wegschicken will, weil es so heiß ist. Kommt fast keiner mehr nach Las Vegas.« »2040. Stanley Chen hat mit seinem Geld noch mehr Geld verdient, weil er Wasser gemacht hat, das man trinken kann, ohne dass man krank wird. Er bezahlt dafür, dass eine große Blase über unserer Stadt gebaut wird und ein Hotel, das Fountain heißt. 2047. Meine Schule, die Stanley Chen Schule, wird eröffnet. Danke, Mr. Chen, für alles, was du für unsere Stadt bezahlt hast, wo wir wohnen und dass sie jetzt keine Wüste mehr wird.